Ja, hallo und erstmal schönes Wochenende und natürlich auch schönen guten Morgen oder beziehungsweise Mittag. Wir sind heute mal wieder bei mir zu Hause, denn ihr wisst alle, es ist gerade Sommerferien und ich komme im Moment nicht ins OS rein. Ich hatte ja jetzt auch kürzlich 3 Wochen Sommerpause hier auf dem Kanal gehabt. Letzte Woche ging es ja dann schon wieder weiter mit einem Video über unsere Pflanzen im OS und ja, heute steht wieder mal ein mehr oder weniger Theorie-Video an, weil ich, wie gesagt, im Moment nicht so wirklich ins OS reinkomme. Wie gesagt, es ist Sommerpause, auch fürs OS und ja, und zwar wurde ich gefragt, da ich ja schon mal mehr oder weniger einen Konflikt mit PETA hatte, also der Tierschutzorganisation PETA, die ich mal einfach systematisch auseinandergenommen habe, warum das denn eigentlich so schlimm ist, wenn jetzt wirklich ein Tier verboten wird, wenn es jetzt auf irgendeiner Positiv- bzw. Negativliste landet oder beziehungsweise eher nicht landet, was hat das dann für Konsequenzen? Darüber möchten wir heute einem konkreten Beispiel arbeiten. Und zwar den nordamerikanischen Schmuckschildkröten. Dann findet man zum Beispiel auf Google solche Anzeigen hier, werden ausgesetzte Schmuckschildkröten zum Problem. Dass das natürlich immer wieder ein bisschen aufgebauscht wird von der Presse, ist natürlich wie in diesem Land bei fast allem mehr oder weniger logisch. Trotzdem lohnt es sich da mal Gedanken drüber zu machen, einfach mal um zu gucken, ja, was ist eigentlich da dran? Kurz, was sind eigentlich nordamerikanische Schmuckschildkröten? Schmuckschildkröten sind natürlich Reptilien, das ist klar, aber das sind eigentlich Wasserschildkröten, die natürlich auch ab und zu mal einen Landgang machen, aber sie leben hauptsächlich im Wasser. Dazu gehört die Rotwangenschmuckschildkröte, die Gelbwangenschmuckschildkröte und die Cumberland-Schmuckschildkröte heißt die, glaube ich, oder so irgendwie so ähnlich. Ich bin kein Schildkrötenmeister. Ich kenne nur die zwei ersteren Arten. Wurden früher sehr häufig in Zoohandlungen angeboten. Die wurden früher auch sehr häufig in Teichen gehalten. In Senftenberg gibt es immer noch einen Zoo. Die hatten den ganzen Teich voll mit diesen Schildkröten. Ja, und zwar ist es so, dass er momentan für NRW eine Positivliste aufgesetzt werden soll. Und die Schmuckschildkröte darf jetzt auch nicht mehr in dieses Land eingeführt werden. Man darf sie zwar hier noch halten, man darf sie aber auch nicht mehr verzüchten. Und man muss sicherstellen, dass sie nicht abhauen können. Da möchten wir uns heute mal kurz Gedanken drüber machen. Damit ihr wisst, weil ich nicht glaube, dass ihr alle was von Schildkröten versteht, das ist die Rotwangenschmuckschildkröte, von der wir sprechen. Erkennbar, wie gesagt, an diesem roten Fleck hier vorne. Und die Gelbwangenschmuckschildkröte, die auch immer häufiger, man immer häufiger sieht, die diesen charakteristischen Fleck eben nicht hat. Genau. Und zwar, das ist jetzt erstmal euer Hintergrund. Warum ist das einfach Mist? Zum einen ist es natürlich so, wenn wir das wirklich so machen würden, wir würden diese beiden Arten von heute auf morgen verbieten, dann müsste praktisch, vorausgesetzt natürlich es ginge, müsste man eine Sondergenehmigung dafür beantragen, diese Tiere weiterhin halten zu dürfen. Das ist einfach, ihr müsst euch vorstellen, das sind einfach sehr oft gehaltene Schildkröten. Diese Menge, da frage ich mich einfach, wer das bearbeiten soll. Das ist einfach so viel bürokratischer Aufwand, dass ich mich da frage, wo kommen die Kapazitäten dafür her? Aus diesem Grund wird es wahrscheinlich dann auch so sein, dass die meisten Leute, so nach dem Motto, was keiner weiß, macht keinen heiß, die Tiere einfach weiterhalten werden heimlich. Das Problem ist natürlich mit einer heimlichen Haltung,
wenn mit dem Tier irgendwas ist, es wird krank oder hat sich irgendwas gebrochen oder irgendwas, was man jetzt selbst nicht zu Hause lösen kann, dann müsste das Tier eigentlich zum Tierarzt. Wenn ich mit so einem Tier, was verboten ist, aber zum Tierarzt gehe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ein paar Tage später die Bullen vor der Tür stehen. Es kann natürlich auch sein, dass ich eine Sondergenehmigung beantrage, der aus was auch immer für Gründen nicht stattgegeben wird, und dann auch ein paar Tage später die Bullen bei mir vor der Haustür stehen, meine Tiere beschlagnahmen. Und dann ist natürlich die Frage, wohin damit? Gehen sie ins Tierheim? Okay, dann werden in Zukunft aber wahrscheinlich sehr, sehr viele Tiere in irgendwelchen Tierheimen, in irgendwelchen Auffangstationen abgegeben. Die sind doch alle in 0, nichts überlastet. Ich würde mal gerne wissen, wie viele dieser Schildkröten, ich habe da leider keine konkreten Zahlen zu gefunden, in ganz Deutschland leben. Das sind auf alle Fälle viele, die gehören ja zu den meistgehaltenen Reptilien. Das geht nicht lange gut. Oder man müsste dann sagen, wir sammeln die Tiere ein und machen es, wie Peter es verlangt, wir töten diese Tiere im Namen des Tierschutzes, was meines Erachtens aber ein Widerspruch in sich ist. Wie kann ich denn ein Tier im Namen des Tierschutzes töten? Das verstehe ich nicht. Es ist natürlich klar, dass die ein hohes invasives Potenzial haben, aber deshalb kill ich die doch eigentlich einfach. Da kommen wir dann nämlich auch schon zum dritten Punkt. Die Tiere werden unauffälliger, also man kriegt es nicht mehr mit. Wahrscheinlich wird die Aktivität in Foren, Clubs und so weiter eingestellt. Das befördert natürlich enorm den Schwarzmarkt. Also diese Schildkröte, diese Rotwangenschmuckschildkröte hier, die darf nicht mehr nach Deutschland importiert werden. Aber wenn ich die nirgendwo mehr kaufen kann und die Leute sie natürlich auch verständlicherweise nicht mehr abgeben, dann muss ich die schwarz importieren lassen. Und das ist nun mal, ich meine, ich war selber schon oft in Polen, und wenn ich da in irgendwelche Polenmärkten lang gehe, da gibt es immer Menschen, die diese Schildkröten verkaufen. Ja, warum denn wohl? Weil da eine Riesennachfrage besteht. Das ist ein Riesengeschäft. Und das kann man einfach nicht kontrollieren. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist, dass die größten Probleme die 0815-Exoten sind. Also alle Probleme mit Exoten, beziehungsweise der größte Teil von Problemen mit Exoten, geht von Landschildkröten aus, unter anderem den griechischen. Das sind sage und schreibe 68,5%. Solche kompetenten Leute wie Giftschlangenhalter, die haben, das sind nur 0,02%, beziehungsweise Panzerechsenhalter sind nur 0,01%. Das sind einfach keine Zahlen. Diese Leute haben so gut wie keine Probleme, und diese Tiere würden dann verboten werden. Den Leuten hat man dann praktisch einen Arschtritt gegeben, und die Leute, die dann die ernsthaften Probleme haben, weil sie sich unüberlegt irgendwelche 0815-Exoten, Bartagamen, Kornattern, weiß was ich was, holen, denen wird mit den Problemen einfach nicht geholfen, denn das sind unter anderem Tiere, die sehr problematisch sind. Bartagamen können eine Weile leiden und sterben dann einfach. Das ist halt einfach Mist. Und dann ist natürlich auch, wenn ich jetzt jemand damit ein Problem hat und möchte dieses Tier gerne loswerden, weil irgendwie er kann sich nicht mehr drum kümmern oder was, dann kann ich diese Schmuckschildkröte ja, da kann ich ja nicht einfach hinfahren und sagen, komm, ich nehme die jetzt mit, ich kümmere mich drum. Das würde ja für mich einen enormen bürokratischen Aufwand bedeuten. Also ich würde ihn auf mich nehmen. Ich spreche jetzt mal für einen Autonormalmenschen. Das kann doch keiner machen. Und was passiert dann letztendlich mit den Tieren? Ja, natürlich, die werden ausgesetzt. Die werden ausgesetzt, und so eine Schmuckschildkröte, die ist eigentlich nicht für unser hiesiges Klima gemacht. Die stirbt nicht nach dem ersten Winter. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber ich habe mal gehört, dass die wohl in unseren heimischen Teichen, wenn die ausgesetzt wird, durchaus mal 10 Jahre überleben kann. Das ist einfach, die killt alle Amphibien, die killt alle Fische. Die verwüstet praktisch den ganzen Teich. Das ist natürlich nicht ihre Schuld, weil sie nur das macht, was sie von der Mutter Natur aus bekommen hat, nämlich zu jagen. Aber die gehört hier einfach nicht in die Teiche. Zumal die halt auch Krankheiten übertragen, die unsere europäischen Sumpfschildkröten, die zugegebenermaßen ziemlich selten sind, auch betreffen können. Ja. Wie schon gesagt,
die Tiere, die halt selten sind und den Artenschutz auch wirklich brauchen, wie irgendwelche komischen Giftschlangen, die werden halt, die sind dann halt verboten und der Artenschutz ist hin. Also der ist dann wirklich hin. Wie gesagt, der Schwarzmarkt, schwarze Wildfänge, wird es immer häufiger geben, dann ist der Artenschutzeffekt weg. Also über Artenschutz müssen wir uns dann nicht mehr unterhalten. Auch wenn jetzt, ihr wisst ja alle, der tropische Regenwald, der wird abgeholzt und zwar rapide. Da verschwinden jeden Tag Arten, die noch nicht mal entdeckt worden sind. Haben wir bestimmt alle schon, diesen Spruch haben wir bestimmt alle schon im Erdkundeunterricht gehört. Diese neuen Arten, die diesen Schutzstatus wirklich bräuchten und in der Vivaristik gut aufgehoben werden, weil es sie sonst in ein paar Jahren vielleicht einfach nicht mehr gibt. Die werden ja dann automatisch schon verboten, weil sie ja auf der Positivliste nicht draufstehen würden. Das geht natürlich überhaupt nicht und dann ist vorbei. Ja, und außerdem hört natürlich auch, das ist das Letzte, was ich dann hier dazu noch sagen möchte, versucht mal im Internet irgendwas zu finden, zum Beispiel die Haltung von Naphoneutria. Da sucht ihr euch im Internet teilweise dumm und dämlich, um überhaupt ein Punkt dieser Haltung, was zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Terrarien, Größe und so weiter, da könnt ihr suchen, bis ihr schwarz werdet. Ihr seid auf die Erfahrungen von Leuten angewiesen, die schon eine Weile haben. Wenn dann aber ein Riegel vorgeschoben wird und gesagt wird, nee, gibt's nicht mehr, dann wird die Weitergabe von diesem Wissen einfach extrem beschränkt. Und ich glaube, das ist dann einfach. Dann wissen wir alle in Zukunft nicht, wie wir eine Bartagame halten sollen, aber alle anderen Tiere haben dann irgendwie, oder selteneren Tiere haben dann irgendwie die Arschkarte gezogen. Ja, das war erstmal dazu gewesen. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, warum mir das, also dieses Beispiel, das war jetzt nur ein Beispiel mit den Schmuckschildkröten, das gilt für jedes andere Tier eigentlich auch. Ob das jetzt Fische sind, ob das Spinnen sind, ob das Hundertfüßer sind, ob das irgendwas anderes ist, ist eigentlich vollkommen Schnuppe. Das Prinzip ist immer das gleiche. Und deshalb hoffe ich jetzt, dass ihr versteht, warum ich damals mit Peter so einen riesen Konflikt am Laufen gehabt habe. Die haben dann später auch noch bei mir angerufen. Die haben mittlerweile sogar, ihr wisst ja, ich gehe aufs Oberstufenkolleg in Bielefeld und wir haben da alle so Uni-Mail-Adressen. Solche Organisationen wie zum Beispiel Veganblog, das ist sozusagen eine Unterfirma, also eine Tochterunternehmen von Peter, die agieren aber selbstständig, da hängt Peter nicht mit zusammen. Die haben, die Peter sowieso und ich glaube Animal Peace auch, haben meine Uni-E-Mail-Adresse, über die ich mit dem kommuniziert habe, einfach geblockt. Weil ich habe, also Veganblog habe ich wirklich mal auseinandergenommen und es ist wirklich so, dass sie da eigentlich einfach keine Argumente mehr finden können. Darüber kann ich vielleicht später noch ein Video machen. Und die Konversation hörte dann einfach auf. Ich wurde geblockt und fertig. Also man sieht, dass diese Leute mit Kritik nicht wirklich umgehen können. Es bringt auch nichts, wenn ich denen jetzt irgendwie hier was vorlese oder denen irgendwie über eine andere E-Mail-Adresse hier jetzt einen Link schicken würde. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich die auf mein, also die wissen nicht, dass ich das auf YouTube habe. Ich habe das Gefühl, wenn ich denen sage, dass ich da über denen was auf YouTube gemacht habe, habe ich das Gefühl, verschwindet mein Kanal, weil diese Organisation auch auf YouTube eine hohe Reichweite hat. Und YouTube da, glaube ich, auf Wunsch von Peter gegen mich sehr gerne agieren wird. Das soll jetzt keine Verschwörungstheorie sein oder so, das ist einfach mal eine Vermutung, die ich jetzt in den Raum werfe. Es sei jedem selbst überlassen, was er darüber denkt bzw. nicht denkt. Ich wollte euch einfach nur klar machen, was es dann wirklich bedeutet, gerade für uns, wenn massenhaft Tiere einfach ausgesetzt werden. Eben weil, denn dieses Problem mit den Aussetzen dieser Schildkröten haben wir erst seitdem sie verboten sind. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden und versteht auch, weil was dieser Konflikt mit Peter jetzt an sich hat. Ja, deshalb
Dann sage ich bis nächste Woche, bis zum nächsten Video und yo, ciao. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare, ne? Alles klar, ciao.